Matthias, hier wird ja fast gefeiert, als wäre es die Meisterschaft gewesen. Die Meisterschaft feiern wir dann, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist, aber heute war sicher ein großer Schritt in die richtige Richtung. Nach dem 0:2 heute und bei den schwierigen Witterungs- und Platzverhältnissen hätte ich eigentlich fast nicht gedacht, dass Sie in der zweiten Halbzeit noch so zurückkommen. Ich glaube, heute war Werbung für Landesliga-Fußball und zwei Mannschaften sind aufeinander getroffen, die beide unbedingt gewinnen wollten. Und man hat gesehen, Mutschelbach wollte, wir wollten und zum Schluss ist das 2:2 absolut verdient und für beide Seiten, glaube ich, gerechtfertigt. Wie habt ihr dann es geschafft, das Spiel noch so fast zu drehen, sagen wir mal? Wir haben in der Halbzeit gesagt, 2:0, das kann man immer mal mit einem Treffer noch auf den Kopf stellen, wenn man dann vielleicht ein bisschen Überwasser bekommt. Wir haben zur richtigen Zeit den Anschlusstreffer ermöglicht und dann sind wir mit dem 2:2 kurz vor Schluss natürlich ganz toll zurückgekommen. Und wir wollten die ganze Zeit das Ding unbedingt noch drehen, fast hätte es ganz geklappt, 2:2 ist auch in Ordnung. Wurmt es, dass es heute nicht ganz für die Meisterschaft gereicht hat, für die Meisterschaftsfeier? Nein, sicher nicht. Das war ein Riesenspiel halt von beiden Mannschaften und von der Seite aus, da wurmt jetzt gerade überhaupt nichts. Wir freuen uns über den Punkt, dass wir zurückgekommen sind und jetzt haben wir noch zwei Spiele und dann schauen wir, was die bringen werden. Als Torwart, wie hast du das Spiel heute erlebt? Wir wussten, es wird ganz arg schwierig und mit den frühen Gegentreffern, die wir da bekommen haben, ist es natürlich immer ganz arg schwer. Mutschelbach ist eine tolle Mannschaft, da überhaupt zwei Tore zu machen, da wussten wir, das wird schwierig und dann steht man hinten und kann nicht mit vorne Tore schießen, das geht ja einfach nicht, aber man ist dann natürlich mit ganzem Herzen dabei und wünscht seiner Mannschaft, sich selbst, der ganzen Truppe, dass man das Ding dreht und heute hat es geklappt. Euer nächster Gegner ist wieder daheim, Langensteinbach. Was wird das für ein Spiel? Wahrscheinlich genauso offen wie heute. Wir werden auch da wieder versuchen, die Punkte bei uns zu behalten. Und dann werden wir schauen, ob es nächste Woche gereicht haben wird. Ist die Meisterschaft schon gewonnen? Nein, überhaupt nicht. Solange rechnerisch nichts entschieden ist, ist da noch gar nichts gewonnen. Und wir werden ganz konzentriert weiterspielen, bis das Ding hoffentlich dann unter Dach und Fach ist. Was kannst du zu der ganzen Saison sagen, wie sie verlaufen ist? Als Fazit vielleicht, als Vorfazit, sagen wir es mal so. Ich glaube, ganz egal, wie die Saison am Ende ausgeht, wir haben eine richtig tolle Runde bisher gespielt. Die Mannschaft ist sensationell heute hier in Bilfing. Die ganze Truppe, die dabei ist, von vorne angefangen bis zum Nummer 12, 13, 14, 15. Das sind einfach alle dabei und ich bin einfach nur stolz und happy, in so einer Mannschaft spielen zu dürfen.